Yo Leute, Doppel-Nutella, hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zum, zum zweiten Video in diesem Jahr auf diesem Kanal. Es tut mir leid, dass ich hier gerade inaktiv bin. Ich habe euch die Gründe dafür ja schon genannt, aber jetzt bin ich gerade voller Eifer, voller Feuer, hier ein Video auf diesem Kanal hochzuladen. Ich denke, wir stecken alle gerade in derselben Lebenssituation. Wir sind alle gerade stark eingegrenzt von dem, was um uns herum passiert. Und zwar, ich will nicht näher darauf eingehen. Ihr hört das schon oft genug in irgendwelchen medialen Präsenzen irgendwo und dann will ich euch nicht weiter auf den Sack gehen. Wo wir aber alle gleich sind, ist der Fakt. Es geht jetzt, im Großen und Ganzen geht es eigentlich eher an die Leute, die zu faul sind zu kochen. Ich bin ein Mensch, ich bin zu faul zu kochen. Ich sehe es nicht ein, irgendwo 2,5 Stunden am Herd zu stehen, um 10 Minuten zu fressen. Wisst ihr, und dann denke ich mir nach einer halben Stunde wieder, ey, Digga, ich habe schon wieder Hunger. Nochmal nur 2 Stunden am Herd stehen, habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich denke, viele von euch auch nicht. Deswegen war der Luxus, den ich mir immer gegönnt habe, ich bin in ein Restaurant gegangen und habe dort schön genüsslich gegessen und bin rausgegangen. Und ich wusste, ich musste mich mit dem Rest nicht mehr herumplagen. Zum Beispiel die Teller, die bei mir bis 1,5 Jahre irgendwie noch in der Spüle liegen und ich letztendlich mich dazu entscheide, sie wegzuwerfen. Das ist einmal passiert, das tut mir leid, das ist nicht vorbildhaft, es ist nicht vorbildlich, es tut mir wirklich leid. Jedenfalls bin ich ein Essensbesteller und das wissen viele Leute von euch. Mein Lieblingsbestellservice war bis dato Call a Pizza gewesen. Call a Pizza hat sich aber langsam so ein bisschen überfressen mit ihrer Produktvielfalt, die sie ja trotzdem bieten, aber es ist einfach, ich esse immer nur Burger. Ich bestelle immer bei irgendwelchen Pizzaservicen und hole da Burger. Keine Ahnung, ich esse Pizza nicht so extrem gerne von Lieferservice. Da hole ich mir hier lieber diesen Dreierpack von hier gut und günstig für 2,50 und habe da 3 Pizzen, die schmecken mir irgendwie besser als diese richtigen Pizzen. Das ist irgendwie ganz komisch. Aber meine Geschmacksrezeptoren haben wahrscheinlich eh schon vor 11 Jahren Adieu gesagt aufgrund meiner Ernährung. Ja. Ich habe einen neuen Service gefunden. Und zwar ist das der liebe, hier sieht man es besser, ist es der liebe Pizza Max. Ich weiß nicht, ob der deutschlandweit. Ich weiß nicht, ob dieser Lieferservice deutschlandweit vertreten ist. Ich gehe davon aus, in ganz Berlin ist er auf jeden Fall vertreten. In Hamburg, soweit ich weiß, ist es auch vertreten. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Und ich will euch einfach nur mal hier kurz ein kurzes Review geben zu den Max Burger Cheese. Der Max Burger Cheese ist halt so gesehen wie ein Double Cup Burger. Eigentlich ist das schwachsinnig, weil ich das noch hinzufügen muss, dass es 2 Fleischpatties sind. Also es ist ein normaler Hamburger. Es ist ein normaler Cheeseburger mit 2 Fleischscheiben. Übrigens sehr gut eingepackt an dieser Stelle. Ich muss dazu erstmal mein erstes Manko hier aufgeben. Und zwar wird manchmal ist es hier so drin. Manchmal wird der Burger in dieser Packung geliefert und manchmal kriegt man den auch einfach nur so. Das finde ich irgendwie komisch, weil bei Call a Pizza zum Beispiel wird der Burger einfach nur hier drin geliefert. Wisst ihr, dann ist er hier drin, du machst ihn auf und so ist gut. Und so könnte man jetzt sagen, doppelte Sicherung. Andererseits kann man sich aber auch sagen, doppelt so viel Verschwendung. So, weil jetzt noch mehr Material verschwendet wird, um das einzupacken. Weil die Verpackung an sich reicht es schon, die ist ja schon schützend genug. Keine Ahnung, vielleicht hat das thermotechnische Hintergründe, damit der wärmer bleibt. Der bleibt auf jeden Fall wärmer, das habe ich festgestellt. Ja, keine Ahnung, warum die es manchmal so machen, warum die es manchmal so machen, warum die es manchmal so machen. Ich habe keine Ahnung. Manchmal kommt er einfach nur so. Das finde ich mal ein bisschen wenig so, wenn er denn auf dem Boden liegt. Ich lasse mir ja immer bestellen vor die Haustür, weil ich aufgrund von, ihr wisst schon, keinen Bock habe, das Kontakt mit irgendwelchen Lieferanten zu bekommen, die 2 Milliarden Menschen am Tag sehen. Das ist der Max Burger Cheese. Der kostet 10,80 €. In der Version, dass man noch mal ein zweites Mal Fleisch drauf macht. Und ich werde euch den zeigen. Ich weiß natürlich schon, wie der schmeckt, weil ich schon die letzten Male bei diesem Bestellservice bestellt habe. Ich möchte ihn euch einfach nur klar zeigen und kann euch dann dazu ein Feedback geben. Das erste Feedback, was ich euch zu Pizza Max geben kann, ist, es wird süffig. Also ihr braucht nicht denken, dass ihr jetzt hier ein filigranes Dinner für euch und eure Freunde machen könnt, wenn ihr diesen Burger hier auspackt. Der ist immer süffig und ihr werdet euch auf jeden Fall die Hände dreckig machen, aber aufs Endlevel dreckig machen werdet ihr euch die Hände. Wenn ich euch das Ganze jetzt mal zeige, ihr seht, glaube ich, schon, was ich meine. Das hat irgendwie schon so einen leicht amerikanischen Flair. Der Käse hängt hier runter, es ist richtig schön süffig. Wovon man sich aber optisch, darf man sich nicht vom Geschmack täuschen lassen, denn ich muss tatsächlich sagen, dass der Geschmack sehr gut ist. So sieht das ganze Exemplar einmal rundherum aus. Ihr seht schon, das sieht schon irgendwie ein bisschen hingerotzt aus, aber wir reden hier letztendlich auch immer noch von einem Fastfood-Bestellservice, wo Leute nicht darauf achten, so, oh, hoffentlich denkt der Kunde, dass unsere Burger hier die höchste Qualität haben, weil wenn irgendein Kunde denkt, dass man bei irgendeinem Bestellservice eine hohe Qualität bekommt, dann ist eh kritisch. Obwohl man sagen muss, dass ja viele reinrassige Restaurants ja heute auch Bestellungen entgegennehmen und man dementsprechend natürlich auch die Auswahlmöglichkeit hat, bei richtigen Restaurants zu bestellen, aber die haben keine richtigen Lieferdienste,
keine Lieferseiten. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin zu faul, da anzurufen und dann hier die Liste vor mir. Ja, dann hätte ich gerne einmal die 23 ohne Soße und die Pommes mit Ketchup. Weißt du, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will wie hier bei Lieferando oder so, ich will einfach klick, 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 klick machen und bestellen, ohne mit irgendwen zu reden. Deswegen ist das halt so eine Sache. So sieht das Ganze aus. Geruch ist sehr gut. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ob das besser ist, ob es besser ist als das, was man bei Call a Pizza isst. Das ist schwierig. Ich weiß einfach nur, dass ich Call a Pizza einfach überfressen habe. Call a Pizza ist immer eine Empfehlung. Pizza kann ich nicht so sagen, so habe ich auch schon gegessen, aber wie gesagt, bestellte Pizza mag ich nicht so. Da bin ich eher der Tiefkühlfan oder beim richtigen Italiener. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal reinbeißen. Und dann werde ich für euch mal ganz kurz ein sofortiges Feedback abgeben, weil mein Kopf dann sofort die Informationen abruft, die man zu dem Burger schon im Kopf hat. Ja. Ich muss sagen, der Burger schmeckt geil. Der Burger schmeckt geil. So den Salat merkt man nicht wirklich. Also das ist leider kein schönes Salatblatt oder sowas, sondern das sind so einzelne Teile. Oder? Nee, ist schon ein richtiges Salatblatt, oder? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall rückt das hier aufgrund der massiven Überkonsums von Fleisch, rückt der Salat auf jeden Fall in den Hintergrund. Also für die Leute, die jetzt Salatfans sind, kritisch. Ihr könnt den natürlich auch mit einer Fleischscheibe bestellen. Also du kannst ihn auch einfach mit einer Fleischscheibe bestellen, dann ist das alles besser dosiert. Ich glaube, die Rezeptur des Burgers ist gar nicht darauf ausgelegt, dass man jetzt hier unbedingt zwei Fleischscheiben drauf macht. Wisst ihr, was ich meine? Weil das sonst die Fleischscheiben bekommen so einen Überkontrast, würde ich mal sagen. Also, dass man nur noch das Fleisch schmeckt und nichts anderes mehr, was ein Burger eigentlich ausmacht. Aber ich bin halt einer, ich will halt satt werden und dann bin ich glücklich. So, mir geht das jetzt nicht um irgendwelche Kontraste, irgendwelche Geschmäcker, die man auseinander identifizieren kann. Mir ist es egal, Hauptsache satt. Sonst würde ich auch nicht bestellen. Was mir tatsächlich auffällt bei Pizza Max, also wie gesagt, das ist der Max Burger Cheese. Ich habe hier extra nochmal, um euch das zu zeigen, dass der heißt Max Burger Cheese, den kann man bestellen, ist ein ganz normaler Burger. Was mir auffällt bei Pizza Max ist immer, dass die Fleischpatties sehr trocken sind. Also du merkst irgendwie, dass sie sehr ausgetrocknet sind. Ich weiß nicht, was für ein Verfahren die anwenden, um ihre Fleischpatties zu braten oder Fritteuse oder was auch immer die dafür nutzen, aber du merkst, dass die Fleischpatties, man kann es vielleicht auch sehen, wenn man so ein bisschen näher rangeht, der fokussiert wahrscheinlich nicht, nee. Aber die Fleischpatties sind leider oftmals, nicht immer, aber oftmals sehr trocken und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber das ist halt ein bisschen nervig, so für die Harmonie im Mund merkt man das halt, wenn du reinbeißt und dann einfach die Augen zumachst und dir einfach nur den Geschmack auf dich wirken lassen möchtest, du merkst halt, dass die Fleischpatties ein bisschen trocken sind. Das muss man dazu sagen. Was mir auch negativ auffällt, ist einfach, dass es sehr schwer ist, den Burger richtig zu halten. Also es ist bei mir in 90% der Fällen so, dass ich am Ende nur noch auf so ein ganz kleines Brotstück hänge und dann, wie gesagt, man süfft sich halt voll. Also es ist einfach so, jetzt habe ich es gerade noch unter Kontrolle, aber ich habe auch erst ein Bissen gemacht und trotzdem ist alles schon irgendwie schon klebrig. Also ihr braucht hier gar nicht versuchen, irgendwie euch eine Challenge zu machen, dass ihr den Burger schafft, ohne euch voll zu sauen. Das klappt nicht. Und das klappt irgendwie nie. Ich glaube, das hängt einfach mit dem Aufbau, mit der Soße zusammen, dass es hier so süffig ist. Und das wird auf jeden Fall, schafft ihr den Burger nicht, ihn clean zu essen. Also es ist auf jeden Fall nichts, was ihr unterwegs essen solltet, sondern wirklich zu Hause, wenn ihr hier selber, wenn ihr sowas neben euch habt, dann kein Problem, fresst das Ding, dann müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, aber sonst wird das schwierig. Ansonsten wollte ich euch einfach diesen Burger zeigen. Einfach mal, wenn ihr auch ein bisschen mehr Vielfalt haben wollt. Man kann ihn essen. Es ist jetzt nicht schlimm. Es ist jetzt nicht so, dass es ein ungenießbarer Burger ist. Das will ich nicht sagen. Ich habe den schon öfter bestellt. Wenn man richtigen Hunger hat, dann freut man sich darauf, wenn es an der Tür klingelt und der Bote dir die Pizza bringt. Dann, Pizza. Hey, ich habe Burger bestellt. Warum ist da Pizza? Wenn er den Burger bringt. Aber ist halt nicht die höchste Qualität. Wie bei jedem Bestellservice. Bei diesen ganzen großen Franchise-Bestellservicen wirst du niemals das bekommen. Auch McDonald's hat keine überkrasse Qualität. Es ist so geil. Einfach nur, wenn du Hunger hast, hast du einfach übel Bock darauf, einen McRib reinzubeißen oder sowas. Was hier auch nicht geht, wovon ich euch abraten will bei Pizza Max, ist, dass ihr einen Bacon-Max-Burger nimmt. Weil normalerweise esse ich auch manchmal Bacon. Das mache ich jetzt nicht mehr. Nicht, weil irgendwie Haram oder sowas, sondern weil einfach Schwein ist ungesund. Merkt euch das bitte, Schwein ist wirklich ungesund. Ich weiß, wir reden jetzt hier gerade von so einem Extrem. Das ist auch ungesund ohne Schwein. Aber Schwein ist einfach massiv ungesund. Dieses Fleisch davon ist nicht gut. Das hat mir meine Ärztin vor 3 Jahren schon gesagt. Ich habe bis heute nicht richtig drauf gehört, weil überall ist Schwein drin. Wenn ihr euch mal richtig damit auseinandersetzt, irgendwie ist überall Schwein drin. Und das ist echt schwierig, drauf zu verzichten. Aber
auch der Bacon von Pizza Max geht überhaupt nicht. Also das war ganz komisch. Ich habe den jetzt eins oder zweimal gehabt und der war so richtig labbrig gewesen. Ich habe den extra noch ein zweites Mal bestellt, um zu gucken, ob das nicht nur ein Verarbeitungsfehler war, sondern er ist wirklich so, du ziehst ihn raus und hast so diesen ganzen Streifen dran, weil der ist gar nicht knusprig. Das war ein ganz komisches Erlebnis, was ich da leider gemacht habe. Ja, ansonsten gibt es eigentlich zu dem Ganzen nichts zu sagen. Was ich euch auch empfehlen kann bei Pizza Max ist, Pizza Max bietet auch Pommes an. Die schmecken tatsächlich gut und die kommen auch knusprig an. Also das fand ich sehr lustig. Bei mir ist aber die Lieferung auch schnell an, schnell da. Call a Pizza dauert manchmal anderthalb Stunden. Die sind immer in 20 Minuten da. Vielleicht haben die 11 Fahrer oder sowas, womit sie das so schnell bewältigen können. Dafür erstmal ein großes Pluspunkt und deswegen bestelle ich auch so oft bei Pizza Max jetzt. Weil die einfach immer schnell liefern. Und irgendwie Call a Pizza hat das bei 5 oder 6, wo ich schon bestellt habe, verschiedenen, haben die das nie zeittechnisch hinbekommen, sodass ich zufrieden war. Das hat immer ewig gedauert, weil die so überlastet sind oder einfach kein richtiges Zeitmanagement haben. Okay, das war der Burger. Den kann man auf jeden Fall empfehlen. Eine kulinarische Spezialität ist es nicht, aber wenn du richtigen Hunger hast, wirst du das Ding hier lieben. Und das ist das Wichtigste, wenn du Hunger hast. Danach bereust du es, weil du weißt, du hast einfach wieder 10.000 Kalorien zu dir genommen. Aber in dem Moment, wo du Hunger hast, beißt du hier einfach rein und du kriegst Tränen in den Augen. Es ist einfach so. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich werde mir dieses Ding jetzt hier schön reinziehen. Und ich bedanke euch, dass ihr euch dieses Video bis zu diesem Punkt angeguckt habt. Doppelpeace an alle, wenn ihr diesen Pullover haben wollt. Und einen Amazon-Ref-Link. Haut rein, Leute. Ciao.